Lass uns einmal ein Intro machen. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem zweiten Kanal, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Wir sind gerade live auf Twitch. Checkt gerne die Links in der Beschreibung ab. Dann könnt ihr auch mal live mit dabei sein, wenn ich meinen Stream mache. Das sind relativ untypische Zeiten. Wir haben gerade 15 Uhr. Ich denke mal, viele sind noch arbeiten in der Schule oder irgendwas anderes am Machen. Aber für mich ist es eine gute Zeit, um zu streamen. Ich mag das gerne so mit der Energie noch mittags reinzugehen. Richtung Abend lässt alles ein bisschen nach. Da gehe ich lieber ins Gym und versuche mich wieder hochzupushen. Yes, wir ziehen uns jetzt ein Video rein von Master Your Mind. Und zwar geht es um das Thema. Lass mich nicht lügen, wie heißt das Video? 5 Dinge, die nur ein respektierter Mann machen würde. So. Ich würde sagen, let's go. Ich mag den Bruder Issa, ich habe eben schon gesagt im Stream. Auf jeden Fall, wir haben regelmäßig Kontakt. Und ist ein sehr guter Bruder mit einem sehr guten Herz, der sehr gute Dinge erzählt, wichtige Dinge erzählt. Und deswegen ziehen wir uns jetzt mal im Stream ein Video von ihm rein. Supporten den Shit. Let's get it on. Wenn es eine Sache gibt, die für einen Mann von Wert unvermeidlich ist, dann ist es meiner Meinung nach absolut Respekt. Und das, was den meisten Menschen draußen fehlt, ist leider Respekt. Das ist leider die brutale Wahrheit. Und wenn du immer noch keinen Respekt vor dir selbst hast, wirst du ihn auch niemals kriegen. Aber es ist der einzige Weg, um als Mann von Wert zu gelten und durch dieses Leben zu gehen, so wie du es dir wünschst. Denn wenn du immer noch das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst, dass deine Meinung nicht wertgeschätzt wird oder dass du nicht wirklich geliebt wirst, nicht gemocht wirst oder nicht akzeptiert wirst, ständig abgelehnt wirst, dann, weil man glaubt, man kann das einfach mit dir machen, dich einfach abzulehnen, mal nicht zurückzuschreiben, sich nicht zu melden, dir einfach die kalte Schulter zu zeigen und all das. Was also musst du tun, um ein Mann von Wert zu sein und Respekt zu haben, um endlich wieder der Mann zu sein, der du dir vorstellst zu sein? 5 Punkte, auf die es wirklich ankommt. 5 Dinge, die... Wichtiger Punkt mit dem Self-Respect so. Wie willst du Respekt bekommen, wenn du dich nicht selbst respektierst? Jetzt in den Kopf geschossen sind. Und dazu ist Disziplin auch voll wichtig, so dieses so, wenn man sich was vornimmt, das auch durchzuziehen. Egal, komme was wolle, so. Wenn ich jetzt sage, ich hole mir jetzt keinen runter mehr, dann hole ich mir jetzt keinen runter mehr. Wenn ich jetzt sage, ich dusche jeden Tag eiskalt, dann dusche ich jetzt jeden Tag eiskalt. Wenn ich sage, ich möchte ins Gym gehen regelmäßig 3-4 Mal die Woche, dann gehe ich 3-4 Mal die Woche ins Gym, egal wie ich mich fühle, egal was in meinem Leben los ist, ich ziehe es einfach durch. Und so fängst du an, dich besser selbst zu respektieren. Und wirst auch mehr respektiert, automatisch so. Auf die du achten sollst. Der erste davon ist, Respekt fürs Leben zu haben. Allgemein will ich, dass du folgende Sache verstehst. Dass du lernst, dieses Leben zu verstehen und Respekt dafür zu haben. Dieses Leben hat bestimmte Spielregeln. Du kannst nicht auf ein Spielfeld kommen und die Regeln missachten. Das funktioniert nicht. Das ist respektlos. Du gehst nicht auf ein Fußballfeld mit einem Basketball und lachst sozusagen über die Spieler dort und ihre Regeln. Das ist so, als ob du in ein Land kommen würdest und über ihre Sitten lachen würdest. Du tust es einfach nicht. Du lachst nicht über dieses Leben. Du respektierst dieses Leben. Weil eine Regel dieses Lebens ist, der hat so eine angenehme Stimme, gell? Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, ja? Das, was du reintust, ist das, was du zurückbekommst. Ich versichere dir eine Sache. Wenn du Liebe gibst, wirst du Liebe kriegen. Wenn du Respekt gibst, wirst du Respekt kriegen. Ganz klar. Wenn du in etwas investierst, wird es zurückkommen, wenn du es richtig machst. Die meisten machen es nämlich falsch, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du also Respekt für dieses Leben hast, dann solltest du verstehen, dass es gewisse Regeln gibt, die es zu beachten gibt. Beispielsweise die Schwerkraft. Wenn du aus dem Fenster springst, dann landest du auf dem Boden. Die meisten respektieren diese Regeln. Spring it out, man. Wenn sie sie klar sehen. Verstehen. Aber die meisten Regeln werden nicht verstanden, sind unsichtbar für die meisten. Beispielsweise Gesetze der Vibration, beispielsweise das Gesetz der Polarität des Geschlechts, beispielsweise das Gesetz des Rhythmus, beispielsweise wie oben so unten, wie innen so außen, ob es das Gesetz des Momentums ist oder das Gesetz des Widerstands, egal was es ist, all diese Dinge werden nicht beachtet. Warum? Weil die meisten keinen Respekt für dieses Leben haben. Sie nehmen sich nicht die Kraft, um mehr über das Leben zu erfahren. Und deshalb leben sie ihr Leben, als hätten sie keine Betriebsanleitung für den Schrank, den sie aufbauen müssen. Was tun sie also? Sie werden von diesem Leben gebeten, von den Menschen in ihrem Leben gebeten, hey, bau doch mal diesen Schrank auf. Und sie sind wie Blinde, die in einen Raum reingehen, der dunkel ist, einen Schrank aufbauen, rauskommen und dann angeschrieben werden von diesen Menschen, weil sie den Schrank nicht richtig aufgebaut haben, weil sie ihn falsch rum aufgebaut haben. Aber sie wussten nicht. Der Schnitt ist auch wild, gell? Wie es geht. Und so funktioniert das Leben. Du hast keine Betriebsanleitung. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Du legst los. Du kriegst es auch nicht beigebracht, Bro. Weißt du, was ich meine so? In der Schule kriegst du doch so eine Sachen überhaupt nicht beigebracht. Da legt doch gar keiner Wert drauf. Du sollst die Historie lernen von Deutschland, von ein paar anderen Ländern noch auf der Welt, Kontinenten etc. Dann Mathematik, diese ganzen Sachen kriegst du beigebracht. Aber wie das Leben funktioniert, wie du als Mensch funktionierst, was die Gesetze im Leben sind, auf was man achten muss, wie man sich selbst findet, diese ganzen Sachen werden leider nicht beigebracht so. Das wäre eigentlich mal der erste Schritt, weil in der Schule sollte man doch genau diese Dinge lernen, damit man dann als Erwachsener ein vernünftiges Leben leben kann, Bro. Das System ist halt leider nicht so aufgebaut, dass es wirklich darauf aufgebaut ist, den Menschen zu helfen, sondern das System ist so aufgebaut, dass die Menschen so werden, wie sie haben wollen natürlich.
die da oben, die Kelps. Alle Menschen sind sauer auf dich, weil du nicht den besten Abschluss hast, weil du nicht den meisten Erfolg hast, weil du nicht am gesündesten lebst, weil du nicht die tollsten Beziehungen hast. Wie sollst du das auch haben? Du hast nie die Betriebsanleitung bekommen. Und dennoch, obwohl so viel gegen dich kommt, obwohl die Menschen so gemein sind, gibt es auch noch den Respekt für die Gesellschaft. Das ist der zweite Punkt. Ganz egal, wie hoch du fliegst, du solltest dich niemals an der Sonne verbrennen. Das heißt also, deine Flügel sollten niemals verbrennen an der Sonne, weil du zu hoch geflogen bist. Denn wenn du das tust, wirst du umso schmerzhafter fallen. Und das ist das Problem bei den meisten Männern da draußen. Sie fangen an, arrogant zu werden. Wenn du nicht bereit bist, für den kleinen Mann Respekt zu haben, dann wirst du niemals groß werden. Niemals wirklich groß werden. Denn es gibt Könige, die Tyrannen sind, wo die Leute gehorchen, weil sie Angst haben. Und es gibt Könige, die wirklich Könige sind und die Leute gerne folgen, weil sie Respekt haben. Und die Frage ist, was möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Wenn du in ein Restaurant kommst und nicht verstehst, was für eine großartige Arbeit dieser Kellner verrichtet oder der Koch oder sonst wer und du in deinem Lamborghini vorgefahren kommst oder sonstiges, dann bist du nicht mal annähernd so gut wie diese Menschen. Denn deine innere Einstellung ist das, was wahre Größe erfordert, nicht die äußere. Das bedeutet also, wenn du im Inneren stark bist, groß bist, dann verstehst du, dass jeder kleine Mann deinen Dienst erweist. Dass egal, ob es mein Vater ist, der sein Leben lang gearbeitet hat auf seine eigene Art und Weise, um seine Familie zu versorgen. Es ist egal, ob es der Kellner ist, der jeden Tag Essen bringt, um die Menschen dort zu versorgen. Es ist egal, ob es die Krankenschwester ist, die jeden Tag dafür arbeitet, damit die Menschen gesund bleiben. Ganz egal, wer es ist, dass all diese Menschen wirklich ihren Dienst erweisen und dass es etwas wert ist, anstatt sie zu degradieren. Dass selbst der Mann, der auf der Straße sitzt, der vielleicht eine schwere Vergangenheit durchgemacht hat, seine Familie verloren hat, Alkoholiker geworden ist, deshalb auf der Straße gelandet ist und nicht arbeiten will, ebenfalls etwas wert ist und nicht weniger wert ist. Das heißt also, Respekt vor der Gesellschaft zu haben. Respekt und Menschlichkeit, Digga, ich schwör's dir. Das ist voll wichtig, Mann. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man den Menschen so mit Herz gegenüber begegnet, weißt du? Und nicht vergisst, dass wir alle irgendwie eine... Für mich wirklich so. Ich denke das wirklich so, auch wenn manche denken, der, was redet der da so? Für mich sind wir alle irgendwie auch Familie so. Ich fühle manchmal mit Menschen einfach eine geile Verbindung so, wenn ich Menschen in die Augen gucke und denke so, Alter... Wir sind doch irgendwie, wir sind aus einer Sache entsprungen. So. Ich bin halt auch gläubig und ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass wir kreiert wurden und dass es einen Creator gibt und der uns alle irgendwo erschaffen hat. So. Und das heißt doch, es wäre geil, wenn wir zusammenhalten würden und uns gegenseitig akzeptieren, respektieren, auch wenn wir anders sind. So. Und das ist eine Sache, die ich mir extrem wünschen würde in der Gesellschaft. Und ich sage euch ehrlich, so wie es ist, ich war teilweise als junger Dude auch sehr respektlos. Gerade in solchen Situationen, wie er eben gesagt hat. Zum Beispiel beim Einkaufen einer Verkäuferin gegenüber oder einem Kellner gegenüber oder so. Man sieht das so als selbstverständlich und denkt, du musst für mich arbeiten, du dienst mir und so. Ich komm hier hin und ich möchte gut bedient werden. So. Aber diese Sachen, die er sagt, diesen Respekt vor jedem zu haben, egal welchen Status er hat, egal wo er herkommt, egal was sein Job ist und so, das ist voll wichtig, so humble zu sein. Und nicht übermütig zu sein und arrogant zu sein und so, das sind Eigenschaften, die werden dir hinten raus selber nicht gut tun, weil du bekommst immer das zurück, was du reinsteckst auch. Nur so kannst du genug Mitgefühl entwickeln, um wirklich etwas verändern zu wollen, um etwas zurückgeben zu wollen, um zu verstehen, dass du für etwas Größeres dienst, nicht nur für deine Taschen oder sonstiges. Das nächste ist der Respekt für deine Familie und deine Freunde. Halte deinen Kreis klein, lieber mit ein paar Löwen gehen, als mit lauter Hyänen. Tausende von Hyänen. Die meisten Männer da draußen haben leider viele Freunde, aber leider sind es alles Hyänen. Lachen hinter deinem Rücken, reden hinter deinem Rücken, wenn du gerade nicht schaust. Du siehst in ihren Blicken, dass sie es dir nicht gönnen. Frage nicht aus, einfach nur um Informationen darüber zu haben, wie sie dir nicht gönnen können. Achte darauf, dass du deinen Kreis klein hältst. Achte darauf, dass du Sitte, Werte und Prinzipien reinbringst in deine Familie und in deine Freundschaften. Achte darauf, dass du mit Ehrlichkeit und Respekt und Authentizität handelst. Denn nur das wird dafür sorgen, dass du etwas Großes errichten kannst. Nur das wird dafür sorgen, dass Menschen mehr tun als nur ihre Arbeit, als nur das, was sie tun müssen. Das heißt also, deine Familie würde für eine Kugel für dich springen, weil sie Vertrauen zu dir haben, weil sie dich lieben. Und wenn du Freunde hast, die dich lieben, weil euch mehr verbindet als nur beispielsweise die Kohle, die ihr zusammen macht oder beispielsweise die Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, sondern klare Werte, klare Momente, wo ihr füreinander eingestanden habt, dann wirst du merken, dass du sehr viel mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben haben wirst. Dann wirst du merken, dass du Sicherheit haben wirst. Denn bei kleinen Kindern ist es genauso. Wenn sie in einen Raum reinkommen mit ihrer Mutter, mit einem riesigen Spielplatz, wo sie spielen können, dann schauen sie immer zuerst zur Mutter, um zu sehen, ob sie Sicherheit haben, emotionale Sicherheit. Und dann stürzen sie sich ins Abenteuer. Und wenn du um dich herum Menschen hast, denen du vertrauen kannst, wo du sicher sein kannst, dass sie zu dir stehen, dass du zu ihnen stehst. Das ist einer der wichtigsten Punkte, dass du zu ihnen stehst. Diese Welt ist ein Spiegel, du kriegst alles zurück. Wenn du dir sicher darüber sein kannst, dann wirst du merken, dass du alles erreichen kannst, was du willst. Dass du alles wahr machen kannst, weil ihr als Kollektiv gemeinsam daran arbeiten könnt. Und das zu finden in der heutigen Welt ist extrem schwer. Ich habe es selber gemerkt bei mir in meiner Vergangenheit so.
so Menschen zu finden, die wirklich füreinander da sind, weißt du, die wirklich für einen da sind, egal was passiert und wirklich loyal sind, weißt du, ist echt schwer zu finden, weil viele Menschen, es ist leider in der heutigen Zeit so, viele Menschen gönnen dir nicht, wenn du zum Beispiel erfolgreich bist, eine schöne Frau hast oder was Gutes passiert. Du merkst es richtig, wie sie dir Fragen stellen oder wie sie darauf reagieren, dass es gar nicht richtig mit Herz ist alles, weißt du. Mir fehlt das Herz bei vielen Menschen oder jeder hat das Herz, aber die haben keinen Zugang mehr dazu, so. Und deswegen ist es extrem schwer, Leute zu finden, wo man wirklich das Gefühl hat, das sind gute Menschen und die wollen für mich nur das Beste, so. Und ich habe ja auch schon öfter gesagt in meinen Videos, dass ich das auch sehr viel, also das ist sehr viel wert, Menschen in seinem Leben zu haben, die wirklich nur das Beste für dich wünschen. Und es ist auch sehr wichtig, dass wenn du keine Menschen hast, wenn du dich gerade mit Menschen umgibst, die das nicht so sehen, die dich nicht einfach bedingungslos lieben und sich für dich das Beste wünschen, sondern vielleicht ein bisschen neidisch, ein bisschen missgünstig sind und dir ein schlechtes Gefühl und eine schlechte Energie geben, solltest du keine Zeit mehr mit diesen Menschen verbringen. Auch wenn du dann vielleicht niemanden mehr hast, dann sei alleine, versuch dich auf dich zu konzentrieren, versuch deinen Traum zu finden, versuch die beste Version von dir selber zu werden. Und wenn du das schaffst, dann wirst du automatisch die Leute in dein Leben reinziehen, die du verdient hast. So. Gott ist great, weißt du, was ich meine so? Und das ist Facts. Deswegen hängt nicht mit Leuten ab, mit denen ihr keine Verbindung spürt, die euch das nicht richtig gönnen, was ihr vorhabt, die euch immer wieder, beziehungsweise versuchen, euren Traum auszureden. So. Lasst diese Leute weg und gebt euch nur mit Menschen, wo ihr wirklich spürt, so ja, die gönnen mir das, die lieben mich, egal was ich tue, was ich mache, die sind hinter mir. Und eine Sache kann ich euch sagen, eure Familie wird immer für euch da sein. Und deswegen konzentriert euch auch auf eure Familie, so auf eure Brüder, Schwestern, Mutter, Vater. Diese Leute werden immer da sein. Die werden immer da sein bis zum Ende. Und darauf sollte man sich konzentrieren, finde ich persönlich so. Dinge zu bewirken und euch ausbreiten könnt. Doch wenn du zu schnell zu viele Menschen in dein Leben lässt, ohne aufzupassen, dann wirst du merken, dass es zusammenbricht. Der nächste ist so. Ist so. Ist so. Respekt für deine Frau. Es gibt da draußen dieses ganze Pickup-Zeugs, Red Pill, Alpha-Mentalität oder sonstiges. All diese Dinge sind schön und gut. Aber was oft passiert ist, dass ein Haufen Männer sich nur darauf konzentrieren, Frauen zu erobern. Wenn es darum geht, deiner Frau Respekt zu geben, dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass es die Basis für eure Beziehung ist. Du musst dir im Klaren darüber sein, dass du als Mann führst. Du musst dir im Klaren darüber sein, dass es deine Frau ist. Es bringt dir nichts, sie irgendwie zu benutzen, schlecht zu behandeln und dich dann damit zu brüsten. Es bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, für deinen Freund zu laufen und zu sagen, ey Leute, guck mal, was ich gemacht habe. Da und da habe ich eine kennengelernt. Da und da habe ich das mit der gemacht. Weil im Endeffekt wirst du niemals eine wahrhaftige Beziehung aufbauen können und im Endeffekt damit auch niemals vernünftigen Nachwuchs haben. Das bedeutet also, wenn du wirklich eine starke Familie gründen willst, wenn du wirklich etwas hinterlassen willst als Mann, dann sollst du vor allem dafür sorgen, dass du deinen inneren Kreis gut behandelst. Vor allem deine Frau mit Respekt behandelst. Denn wenn du Respekt von ihr haben willst, sollst du das auch tun. Wenn du natürlich merkst, dass du diesen Respekt nicht zurückbekommst, alles gut. Beende es einfach, aber spiel nicht. Heißt also, vernünftig mit ihr zu reden. Höflich mit dir zu reden, in einem vernünftigen Ton, sie zu schätzen und zu wissen. Wichtiger Punkt, gerade was er gesagt hat bei diesem ganzen Content, der aktuell auch sehr gehypt ist, Red Pill, Pickup, Frauen ansprechen, Frauen klar machen, so. Ich glaube, viele junge Leute nehmen das manchmal so auf, als ob das, und behandeln dann Frauen respektlos, weißt du, und das ist wichtig, dass er das so anspricht, weil so wirst du niemals eine richtig geile Beziehung finden, wo du ein Kind dann bekommst und wo du eine schöne, harmonische Familie hast, wenn du da so respektlos reingehst. Man sollte schon auf jeden Fall Respekt haben. Respekt ist ein sehr wichtiger Punkt, deswegen ist das Video geil. Hör zu, mein lieben Freund. Was sie für dich tut. Und oftmals werden Männer überheblich und glauben, dass sie das Epizentrum dieses Universums sind, wenn sie die Macht dazu haben, mit Frauen zu machen, was immer sie wollen. Doch ein Mann von Wert tut eben das nicht, sondern spielt mit offenen Karten. Das ist auch eine Sache, die ich lernen musste und gerade auch erst so in den letzten Jahren für mich richtig entdeckt habe. So. Früher war ich einer von den Dudes, der Frauen sehr respektlos behandelt hat. Ich wollte nur das eine und habe dann mit Frauen teilweise Dinge getan oder die behandelt, so wo ich heute sagen würde, das kannst du nicht machen. Vor allen Dingen auch karmatechnisch. Du musst einfach ein guter Mensch sein, wenn du auch gut behandelt werden willst, musst du andere Menschen auch gut behandeln. Und gerade bei Frauen ist es wichtig, weil wenn du eine Freundin hast, die zum Beispiel sich dir hingibt und alles für dich tut und für dich da ist und du bist ein respektloser Motherfucker, so, der sie irgendwie einschränkt, der ihr versucht, irgendwie Dinge einzutrichtern, die sie vielleicht nicht möchte oder sie einfach nur respektlos behandelt in Form von deiner Art, wie du mit ihr redest oder in der, weißt du so, dann ist das nichts Gutes. Das wird zu dir zurückkommen, früher oder später. Das muss man lernen.
macht immer klipp und klar, das ist, wo ich bin, das ist, wie es aussieht. So will ich bitte mit unserer gemeinsamen Beziehung umgehen. Wie stehst du dazu? Entweder ja oder nein. Denn diese Frau wird irgendwann deine Kinder tragen. Und diese werden eben lernen, was du machst, nicht was du sagst. Denn Kinder lernen durchs Modellieren, durch Vorbilder. Der letzte Punkt ist eben, respektiere dich selbst. Erst ab dem Zeitpunkt, wo du dich selbst respektierst, wird die Welt dich respektieren. Wenn du nicht darauf achtest, dass du gesund bist, wenn du nicht darauf achtest, dass du deinen Geist pflegst, dass du dich fokussierst, wenn du nicht darauf achtest, dass du dich überhaupt insgesamt pflegst, vernünftig schläfst, vernünftig isst und all diese Dinge tust, hast du gar keine Grundbasis dafür, überhaupt irgendetwas in deinem Leben zu erreichen. Wie viele Menschen folgen einfach ihren Impulsen, ihrem Körper? Das heißt also, dir wurde vorgegeben, wie du dich zu verhalten hast. Ich glaube, du verstehst das nicht. Ich glaube, du begreifst nicht, dass du programmiert bist. Die meisten Menschen begreifen einfach nicht, dass sie konstant programmiert werden. Das heißt also, Impulse, Dopamin auslösen, beispielsweise Pornografie oder Social Media oder sonstige Dinge, Käufer, Einkäufe bis zum geht nicht mehr, Shopping. All dieses Zeugs ist dazu da, dich zu programmieren. Denn jedes Mal, wenn du Impulsen folgst, weil du viele Impulse hast, wirst du zu einem Sklaven. Denn das, was dich ausmacht, ist deine Willenskraft. Deine Willenskraft sorgt nämlich dafür, dass dein Geist über deinen Körper herrscht. Aber wenn dein Körper dazu programmiert wurde, konditioniert wurde, einfach nur noch zu reagieren, einfach nur noch reaktiv zu sein, anstatt kreativ, dann wirst du merken, dass du einfach nur noch ein Sklave deiner selbst bist, deines Umfelds. Und niemals Macht über dein Umfeld hast. Und damit einfach nur wie eine Puppe gesteuert wirst, ohne Ende. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst, diesen Impulsen zu folgen und wieder Macht zurückzuerlangen mit deinem Geist über deinen Körper, wirst du merken, dass du nun selber die Züge in der Hand hast und selber entscheiden kannst, warte mal, will ich diese Entscheidung wirklich treffen gerade oder nicht? Dient sie meinem höheren Selbst oder nicht? Und erst ab diesem Zeitpunkt, wo du von hier aus Ordnung reingebracht hast, kannst du sie auch nach außen tragen, wie ein Glas, das gefüllt wurde und nun überschwappt. Wenn du also bereit bist herauszufinden, wie du das Ganze für dich wahr machen kannst, wie du ein Mann von Wert bist, der sich selbst respektiert, in die Umsetzung geht und erreicht, was er im Leben haben will und dabei Menschen in sein Leben zieht, die wirklich zu ihm und seinen Werten passen, dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben sollte, coach it in, motherfucker. Unter die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's go. Bester Mann, Digga. Ich küsse dein Herz, Issa. Sehr starkes Video, sehr gutes Video, Bro. I like that very much, man. Gute Werte, die du mitgibst. Und der Bruder hat auf jeden Fall einiges verstanden. Man sollte ihm zuhören. Man sollte dem Wert geben, was er erzählt. Das ist ein sehr, sehr stabiler Dude, der eine sehr gute Einstellung hat, finde ich persönlich. Und einiges verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Männer funktionieren, Frauen funktionieren. Auf was man achten sollte und so. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ich küsse euer Herz. Be unique. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. YouTube it out, man. Skrrr.